So, weg mit der Leiter. Und dann hoffen wir mal, dass er schnell ablevelt, bevor das der Goblin hier hochportet. Genau das habe ich befürchtet. They're coming to get me. Weg mit den Wissenschaftlern. Sword. Und dann tötet ihn schnell. Dich bringe ich mal in Sicherheit. So, du bist jetzt mit dem da beschäftigt. Ah, Gott sei Dank. Gut. Irgendwie hat's geklappt. So. Alle in Sicherheit zu bringen. So, als nächstes Essensration und dann Kosteneffizienz. Und da muss ich mal gucken, dass ich hier unten die Verbesserungen für die fürs Militär freischalte. So, wo wollen wir als nächstes rein? In welches Wespennest stechen wir als nächstes? Da drüben sieht doch gut aus. Jo. Oh, hier sind übrigens noch mehr Steine und noch mehr Gold. Können wir alles mitnehmen. Du bist müde, okay. Die Levels der Truppen gehen langsam. Ich verkaufe jetzt mal in guter Gewissheit etwas von meinem Stein. So. Shift-Taste. Und wenn das Ding auch kaputt ist, dann errichte ich nochmal drei neue Trainingsfiguren. Vier neue. Ich brauche eh eine ziemlich große Armee. Wenn da schon nämlich noch steht, ich brauche 10 Zwergensoldaten. So, da unten ist kein Geld mehr. Oder Silber. Ach ja, ich muss ja die Leiter hier wieder aufbauen. Ach, das war gerade verkehrt. Oh, ich muss gucken, was habe ich hier entdeckt? Wieder zwei Goblins. Die jede Menge Eisen hatten. So. Also zwei von den bösen Goblins. Das ist wieder nicht so schön. Also ja, ich verstehe langsam, warum da steht, wir brauchen so viele Militärzwerge in dieser Mission. Oder grab sie mal. Vielleicht fällt einer runter und wir können ihn separieren. Von seinem Bruder. George. Bash, bash. Oder seinem Freund. Hm.
Noch nicht wirklich. Dann Trick 17. Okay, Trick 17 hat mich jetzt gerade selber überlistet. Und zwar sehr gut selber überlistet. Oh, ich hab voll. Okay. So. Jetzt aber. Sword. Oh oh. Oh Gott sei Dank, er hat sich irgendwo in eine Sackgasse teleportiert fürs Erste. Willst du mich veralbern, dass du da gerade auf der Stelle rumstehst? Und jetzt Hunger hast und essen willst? Ach Mann. Okay. Tja, daran hattest du jetzt leider keine Beteiligung. Ah. Achso, er kommt wieder daher geportet. Wie äußerst lästig. So, erstmal Essensration. Dann hoffe ich mal, dass ihr gut geschlafen habt. Denn ihr schmeißt den hier jetzt bitte raus. Wo ist mein letzter? Militärzwerg gelandet. Also ja, ich weiß, dass ihr es da unten alleine schafft. Der hat trotzdem die Erfahrungspunkte gekriegt. Okay. Gut, trainiert einfach weiter, ich sag nichts dazu. Ich mache hier jetzt einfach mal die Schwachstelle dicht. Auch wenn mich das jetzt ein bisschen Holz kostet, aber das Holz habe ich ja zum Glück. So, nebenbei Holz. Trainiert ruhig weiter. Und das Wohnzimmer muss noch schön gemacht werden. Jedenfalls die Teile vom Wohnzimmer, die gehen. Oh. So. Das ist auch ein toller Bug gerade, dass ich ihn sehe. Ja, ich muss gucken, dass ich da auch demnächst mal zumache. So, damit haben wir auch den Raum erledigt. Und alle weiteren Räume sind eigentlich weiter unten. Jo, die trainieren gut. Und hier kann ich jetzt Böden verlegen ein bisschen. Okay. Irgendwas ist hier gerade falsch.
Ich habe jetzt gerade mit der... Okay, ich habe gerade einen Glitch verursacht. Wie auch immer ich das geschafft habe. Weil eigentlich wollte ich ja hier keine Steinböden platzieren. Geht das weg? Nein, das geht nicht weg. Okay. Ich kann es verschieben, aber nicht abreißen. Auch interessant. Mhm, sehr interessant. Gut, noch 3 Punkte bis zum billigeren Zeug. Dann die beiden, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier oben weiter lang. Bei G-Druckerei klingt auch sehr nice. Und ganz ehrlich, meinen aktuellen Holzvorrat könnte ich ein bisschen verkaufen. Oder ein bisschen viel verkaufen. Und könnte die Pflanzen hier ersetzen. So, gegen Holzpflanzen. Ja, stimmt, die war nicht erreichbar. So, für den Augenblick ist sie erreichbar. So, jetzt kriegen wir wenigstens viel mehr Holz rein. So, währenddessen muss ich mir mal überlegen. Ach ja. Die Leiter wieder hier runter aufzubauen. Dass meine Jungs wieder zum Graben nach unten können. So, dann muss ich mir mal echt überlegen. Wo graben wir weiter? Ich würde schon gern das hier irgendwie als Sprungbrett benutzen, als Außenposten für Grabarbeiten und all das. Der Raum hier würde sich sogar super anbieten, 3 Betten und einen Tisch reinzustellen. 4 Betten und einen Tisch reinzustellen. Weil hier oben habe ich ja Betten im Überfluss. Also kann ich theoretisch hier Betten aufstellen. So, die 4 Betten hier oben werden reichen für 2 Arbeiter und 2 und 3 Gelehrte. 3 Fahne. War hier. So, dann bitte die Zwerge hier runter.
Und zu guter Letzt brauchen wir noch einen Tisch natürlich. Ein Turmalintisch. Marmortisch. Ja. Nehmen wir mal den Turmalintisch. 50 Turmalin werden nur 500 Gold kosten. Also nicht so teuer. So, von hier aus können wir uns mal darüber hingraben. Ja, zu den oberen Räumlichkeiten hier. Und ja, ich speichere jetzt lieber mal. Zu den... Und da ist auch schon Turmalin. Zu den oberen Räumlichkeiten, da müssen wir uns auch noch irgendwie hingraben. Oh. Hi, Jungs. Okay, da greift meine Fernkämpfer an. Was zur Hölle? Wie ist der jetzt gestorben? Okay, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Sorry, dass ich markiert hier unterbreche.